Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Ökosysteme bestehen meiner Meinung nach aus zwei Komponenten. Das eine ist erstmal, dass alle Stakeholders in so einem Ökosystem vorhanden sind. Und die zweite ist, dass sie auch ihre Rolle richtig begreifen und dieser Rolle auch gerecht werden. Naja, man fängt an, sage ich mal, mit den Innovatoren, mit den Gründern, mit den Erfindern, den Studenten oder Researchern, sage ich mal, die Ideen haben, die Technologien entwickeln und die sozusagen zu irgendeinem großen Markterfolg bringen wollen. Dann geht man weiter und man schaut sich an, okay, die Mentoren. Ja, wer sind die Mentoren, die diesen teilweise unerfahrenen Gründern helfen? Sozusagen die PS auf die Straße zu bekommen oder aus der Idee, das Marktpotenzial abzuschätzen und zu testen. Ein anderer oder nächster Schritt wäre, dass man sagt, okay, Mentoren reichen nicht, sondern es sollte vielleicht auch dann ein erster Business Angel investieren. Und ja, idealerweise ist der erste Investor gleichzeitig auch der Mentor oder andersherum. Als nächster Schritt kommen dann natürlich auch institutionelle Investoren, also Venture Capitalists, die dann größere Summen in so ein Startup stecken können und mit ihrem Netzwerk auch helfen können. Dann gibt es natürlich eine Vielzahl von Dienstleistern, die alle im Aufbau von Startups eine Rolle spielen, ob das die Anwaltskanzleien sind oder ob das die Marketing- und PR-Agenturen sind. Also die Vielzahl von Dienstleistern und Banken eben, die dann auch ihre Rolle in dem Ökosystem haben und eben auch richtig verstehen müssen, gegebenenfalls eben auch mal unternehmerisch agieren müssen. Ja, und dann eben ganz wichtig, die etablierten Firmen. Etablierten Firmen sind in vieler Hinsicht wichtig. Auf der einen Seite sind sie natürlich die Early Adopters, also sie müssen die sein, die offen sind für neue Innovationen, die auch mal bereit sind, neue Innovationen, die aus Startups hervorkommen, zu testen, Pilotprojekte zu machen, POCs zu machen, ja, um dann natürlich auch den Markteintritt eines Startups zu garantieren, ja, also sprich der Kunde. Drumherum gibt es noch eine Vielzahl von kleineren Stakeholder-Gruppen. Dazu gehört sicherlich auch die Medien, dazu gehören in manchen Regionen, in Europa vor allem, eben auch vielleicht verschiedene Level von Regierungen und so weiter und so fort.